Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute mal, wie man 3x4 Blöcke große halbautomatische Baumfarm baut. Und schon haben wir hier unseren Baum. So, als allererstes braucht ihr eine 3x4 Blöcke große Fläche. Dann setzt ihr hier auf den dritten Block von links einen Dirtblock hin. Und dann kommt hier direkt daneben ein Piston, der nach oben zeigt, dass der Piston quasi hier so diagonal ist. Darauf kommt ein Slime-Block, ein Redstone-Block und dann kommt hier euer Werfer hin. Und da kommt natürlich noch das Knochenmehl rein. Und ja, weiter geht's dann mit der Uhr. So, als nächstes bauen wir hier einen T-Flip-Flop, der hier unser einmaliges Signal von dem Bud-Switch in ein permanentes Signal macht. Dazu befestigen wir hier einen nicht bewegbaren Block. Weil nämlich der Steinblock kommt dann da nach oben und da kommt ein Repeater drauf auf Stufe 2, das heißt einmal hier mit Restlicht drauf, dann kommt hier zwei Blöcke nach vorne, zwei Redstone oben drauf, hier eine Fackel hin und da eine Fackel hin und dann kommt hier unten ein Piston hin, das ist egal, ob das ein Sticky Piston ist oder nicht, ein Redstone-Block dran und dann kommt hier hinten ein Piston, der in die andere Richtung zeigt. Ganz wichtig ist es hier, dass hier nur einer ausgefahren bleibt und ja, dann schauen wir uns jetzt mal die eigentliche Uhr an, die hier diesen Bespender befeuert. So, für die Uhr brauchen wir hier hinten unter den Werfer einen Block, da unten kommt eine Fackel dran und hinter den Dirtblock kommt auch noch eine Fackel dran. So, auf die Fackel setzen wir einen weiteren Block und dann kommt hier Redstone hin und hier Redstone hin und ja, das war's dann auch schon. Und wenn wir jetzt hier einen Setzling platzieren, dann werden wir gleich sehen, dass das Ganze anfängt, das Ganze hochzuzüchten. Und dann haben wir hier einen Baum. Ganz wichtig, es kommen nur diese größtmöglichen Bäume raus, da wir hier... Also es sind dann immer so große Bäume, nicht diese Startbäume, weil wir hier den Baum quasi keinen Platz zum Wachsen aufräumen. So, wenn das Ganze fällt, dann müsst ihr eigentlich hier nur hier oben ein paar Blöcke wegnehmen. Und dann könnte ich unten das auch wieder wegnehmen. Dann hört es ja auch auf zu ticken und das Knochenmehl wird nicht verschwendet. Es wurde ja in der 1.8 hinzugefügt, dass es hier kein Knochenmehl verschwendet, wenn hier kein Setzling oder kein Weizen oder sonstiges ist. Das war es aber auch schon wieder von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da oder vielleicht sogar einen Kommentar oder ein Like, was euch am liebsten ist. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.